Guten Morgen, Radtourenfreunde. Heute ist Sonntag, der 16. Juni. Ich starte heute hier von Bernburg. Geplantes Ziel ist die Lutherstadt Wittenburg. Oder ist es Wittenberg? Wittenburg, glaube ich. Ja, mal schauen, wie weit ich so komme. Weil ihr hört ja, die Stimme ist immer noch weg, vielleicht ein ganz bisschen besser. Aber die Erkältung ist immer noch da. Schauen wir mal. Hauptsache keine Reifenpanne. Das war gestern eine ziemliche Katastrophe, dass das auch noch dazwischen kam. Also drückt mir die Daumen. Wir starten in Bernburg. Dann geht es weiter über Land. Und wir kommen dann nach Köthen. Anschließend geht es weiter bis nach Dessau. So, in dem Bereich sehen wir jetzt schon die Elbe. Ich weiß nicht, ob wir es zu sehen bekommen, aber sie ist links neben uns. Wir kommen dann an den Gremminer See und nach Gräfenhainichen. Dann geht es weiter zum Bergwitzsee. Beide Seen sind Hinterlassenschaften des Bergbaus. Und dann kommen wir endlich zur Lutherstadt Wittenberg. Vor uns sehen wir den Bahnhof von Bernburg. Die nächste Stadt wird dann Köthen sein. So, jetzt muss ich erstmal auf den Zug warten. Ich stelle gerade fest, momentan scheint mir meine Stimme besser zu sein. Also es besteht jetzt durchaus Hoffnung. Ja, heute ist Sonntag, der 16. Juni. Im Moment haben wir 19 Grad. Es ist bedeckt. Aber soweit ich weiß, soll es heute wieder schön werden. Wir fahren jetzt entlang des Flusses die Fuhne. Wir sind jetzt in Preußlitz. Das gehört auch noch zur Stadt Bernburg an der Saale. Und überqueren jetzt wieder die Fuhne. Hier ist es ja nur noch ein kleines Rinnsal. Überall hier auf den Dörfern findet man ab und an immer wieder so Schlösser, verwunschene kleine Schlösser. Das kleine Örtchen war also Biendorf. Jetzt geht es weiter nach Frenz. Frenzen haben wir jetzt verlassen und jetzt geht es weiter nach Großpaschleben. Außerdem finde das hier ganz toll, diese Landstraßen. Fast überhaupt kein Verkehr, gar kein Problem mit dem Rad zu fahren. Nichts los und eine himmlische Ruhe. So, wir sind jetzt in Großpaschleben. Ein Plattenbau. Schön hübsch hässlich. Ja, Köthen ist größer als ich dachte und schöner als ich dachte. Ziemlich stattliche Kirche haben die hier. Wir fahren jetzt hier auf den Marktplatz. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht das Rathaus oder so. Sieht ganz gut aus. Das war dann eben wohl nicht das Rathaus von Köthen. Denn das ist hier irgendwo links. Auch vor uns sehen wir das Schloss von Köthen. Mein Gott, ich hasse dieses Kopfsteinpflaster. Ja, so soll es sein, wenn ich komme, gehen die Schranken hoch. Es ist jetzt 12.06 Uhr. Wir haben bis jetzt 35 Kilometer geschafft. Und es wird langsam wärmer. 22,4 Grad. Ideal zum Radfahren.
sind jetzt in Elsnick, und zwar im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ja, hier ist ein nettes Haus, heißt irgendwie Sachsenspiel. Ich denke, hier gönne ich mir eine Pause. So, und das hier so schön, das gönne ich mir jetzt ein nettes Bier. Ja. Das wird auch alles verfilmt. Ach, ja. Kann man nicht ohne über Juti. Ja, das ist hier irgendwie so typisch, riesenlange Straße. Rechts und links alte Häuser, teilweise in dürftigem Zustand. Kein Mensch zu sehen, obwohl es Sonntag ist. Tja, irgendwie, weiß ich nicht, kommt mir das ziemlich öde vor hier. Aber es ist halt so, es ist bei uns in den westlichen Bundesländern, in den kleinen Dörfern ja auch nicht anders. Tja, hier liegen ja noch wahre DDR-Schätze. Da sind sie, die berühmten Ampelmännchen. Wer kennt sie nicht? Ja, wir sind jetzt hier in Dessau an der Bauhausstraße. Das Ding hier heißt Bauhaus. Das war mein Zwischenziel der aktuellen Etappe. Keine Ahnung, was hier so toll ist. Ich will es auch jetzt gar nicht rausfinden. Vielleicht schaue ich es zu Hause nochmal nach, weil ich muss weiter. Diese schöne Brücke hier führt über die Mulde. So, erstmal eine kleine Pause machen, ein Brötchen und ein paar Salamis, mehr gibt's nicht, und dann muss ich auch weiter, sonst wird's mir heute zu spät. Einfach ein schöner Radweg hier. Ja, das sind offensichtlich die Elbauen hier bei Fockenrode. Mit einem wunderschönen Radweg. Es sieht aus, als sei das eine alte Bahntrasse oder sowas. Ich zeige euch den mal. Der sieht die ganze Zeit so aus. Finde ich einfach fantastisch. Und lässt sich sehr gut fahren. Alte Plattenbauten, rechts und links. Hier hat es nicht mal für ein bisschen Farbe gereicht. Den Ort Jüdenberg haben wir jetzt verlassen und es geht gleich weiter zu einem See. Es handelt sich dabei um den Gremminer See. Auf der Karte sieht er ziemlich riesig aus. Mal schauen, was auf uns zukommt. Wir sind jetzt in Gräfenhainichen und kommen dann gleich unmittelbar in den Gremminer See. Hier gibt es offensichtlich ein Museum, ein Freilichtmuseum mit erlebbarer Industriegeschichte, mit alten Baggern und was weiß ich. Oh, das hier ist der Gremminer See. Ganz im Hintergrund sieht man da dieses Freilichtmuseum. Mit den Baggern und was weiß ich aus der Industriezeit.
Mal gucken, ob ich die mal raus ranzoomen kann. Ja, da stehen irgendwelche gigantischen Kräne oder Bagger oder sonst was. Vorhin stand ein Schild, dass es ein Bergbaugebiet ist und betreten verboten. Ich habe keine Ahnung, was hier abgebaut wurde. Ich muss zu Hause mal nachsehen. Ja, das Ziel rückt näher. Wittenberg sind noch 26 Kilometer. Vorher kommen wir noch an den Bergwitzsee. So, das Rätsel hat sich gelöst. Der See ist also deshalb da, weil hier ehemaliger Braunkohle abgebaut wurde. Hier ist also 1981 das Dorf Grimmin komplett weggebaggert worden, überbaggert worden, weil man hier wohl eine Menge Braunkohlevorkommen vermutet hat. Hier ist noch ein günstiges Immobilienobjekt. Gut, ein bisschen Arbeit muss man reinstecken. Aber die verkehrsgünstige Lage ist doch gut. Jetzt kommen wir gleich an den Bergwitzsee, im gleichnamigen Ort Bergwitz. Unglaublich, ein Zug fährt los. Ich hasse Straßen mit Kopfsteinpflaster. So, ich muss morgen erstmal sämtliche Schrauben am Fahrrad nachziehen. Die K2041, etwa 10 Kilometer vor der Gutenbergstadt Wittenberg. Aber kein Problem, hier ist so wenig Verkehr. Kann man gut fahren. Begegnet einem kaum ein Auto. Die Temperaturen sind einfach ideal zum Radfahren. Die Radwege sind wesentlich besser als an den Vortagen. Ja, ich bin bald in Wittenburg. Deshalb möchte ich ein kleines Resümee des heutigen Tages an dieser Stelle schon mal sagen. Also, das Wetter war ideal. Immer zwischen 20 und 23 Grad. Bedeckter Himmel, also ganz ideal. Man musste nicht zu viel schwitzen, brauchte keine Sonnencreme. Die Radwege waren sehr gut, das heißt wenig Steigungen, sehr viel asphaltierte, gute Radwege. Also wenn ich alle Tage so miteinander betrachte, war das heute eigentlich vom Fahrerischen her der beste Tag. So, dann fahre ich jetzt noch weiter und denke, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, euer Richie on Tour. Hier sieht's gut aus, hier sieht's lecker aus, hier werde ich was essen.